Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Die Nächte werden kühler, 0 Grad haben wir draußen. Und ich habe zwischenzeitlich mal die Lager umgeräumt. Hier ist jetzt das Regal ist soweit voll. Ich habe den vergammelten Kram habe ich entsorgt. Kann man mit Rechtsklick machen. Mal gucken, was hier noch mehr vergammelt. Aber im Moment geht's eigentlich. So. Ich habe den Sprit draußen hingemacht, hier im Regal. Wir können eigentlich auch noch andere Dinge draußen lagern, wie... Keine Ahnung, Antibiotika würde sich, die Medizin würde sich draußen halten und hier das komische Fleisch und so ein Kram. Ja, so, Lampen habe ich schon mal geplant, damit wir hier langsam Licht in die Bude kriegen. Und Heizung müssen wir bauen. Da wir ja einiges an Strom haben, können wir mittlerweile auch hier diese Elektroheizung bauen. Und ich würde sagen, wir planen das mal so ein. Machen wir eine direkt neben dem Bett? Ne, wir machen so. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Ich plane jetzt erstmal so ein, dass sie an den Wänden bei jedem zweiten Bett stehen würden. Also wäre das irgendwie so. Mal gucken, ob das warm genug wird. Wir beobachten einfach mal, wie das mit den Temperaturen ist. Dann brauchen wir noch einen Kühlschrank, damit wir unsere Lebensmittel da drin kühlen können. Das müsste eigentlich reichen. Wie viel haben wir denn an Strom? Produktion sind 120 und ich glaube, ein Kühlschrank, wir machen keinen Kühlschrank, sondern wir machen direkt einen Gefrierschrank. Den würde ich sagen, stelle ich jetzt erstmal dahin. Wenn wir noch einen Bewohner kriegen, müssten wir das ja sowieso noch umplanen von den Räumen. So, mal gucken. Jack macht jetzt erstmal Licht hier drin. Wir haben jetzt zu wenig von den Eisenstäben. Oder Metallbarren ist es ja eher... Da ist das erste Licht. Ach, schön. Aber das wird eh nachgeschmolzen. Also ich habe hier, glaube ich, jetzt eingestellt bei der Eisenschmelze, dass sie immer 40 auf Lager haben. So, Quinn baut eine Heizung, hält sich den Schädel. Und der wird auch nochmal auf Expedition gehen. So, die Forschungstisch und so ist umgezogen. Wir haben das Regal hier. Unzureichender Lagerplatz für das Essen. Ja, das ist ein Problem. Ne? Das Regal ist knackenvoll. Können wir irgendwas entsorgen? Ich würde sagen, wir entsorgen... Hier. Achso, es geht nicht. Ich kann wirklich nur vergammelten Kram entsorgen. Das ist ja ätzend. Nee, kann ich alles nicht entsorgen mit Rechtsklick. Normal geht das mit Rechtsklick und es steht da unten drunter, dass es vergammelt ist, geht. Vielleicht machen wir die erste Hilfe auch vor die Tür. Ne? Platz hätten wir hier für Sprit. Oder wir nehmen die Stoffreste mit. Dass wir hier Stoff reinmachen. Ich glaube, da hatten wir, wie viel hat man denn hier in dem Regal, in dem Hauptregal? 300. Das müssten 3 Stacks sein, ne? Bis der Kühlschrank zumindest fertig ist. Ja, das sind 300. Das machen wir. Und die Pilze können wir rein theoretisch auch draußen lagern. Ich weiß, aber. Wo sind denn Stoffreste? Rohstoffe? Sind das Rohstoffe? Oder? Ne, Stoffe sind es nicht, dann sind es rohe Stoffe, oder? Obwohl, das Rohstoff ist Leder und diese Veggie-Pflanze ist das. Oder andere Gegenstände? Ne, das ist irgendwas mit Rauchen ist da drin. Ich weiß nicht, zu was die gehören, die Stofffetzen. Was haben wir denn noch, was draußen könnte? Wir könnten diese Glittercaps könnten wir draußen machen, ne? Die Glitzerkappen können wir draußen lagern. Wie ist denn überhaupt mit dem Getreide? Wie lange hält sich das denn? Ich glaube, die Glitzerkappen sind die einzigen. Genau, die sind nur gefroren. Ja, die können wir draußen lagern. Das sind 240. Ja, dann machen wir das. Zack. Und die sortieren wir hier ein. Glitzerkappen. Da werden erstmal Heizungen gebaut. Das lasse ich jetzt also mal primär aktiv. Damit es hier langsam warm wird und wenn dann das restliche Metall fertig ist. So, dann wird es hier nämlich auch warm. Gut, langfristig können wir hier auch noch Wände durchziehen. Unzureichender Lagerplatz. Die machen es mal schmackofatz.
Spinne hat noch ein bisschen Material daran gebracht. Haben wir jetzt vielleicht Platz bekommen dadurch? Nö. So, ich lasse ihn das noch fertig bauen, dann schicke ich ihn auf Expedition. Achso, der will erstmal was essen. Ja gut, das ist noch wichtiger. Was ist denn das? Warum ist er denn so zügig unterwegs? Er macht Bergbau. Achso, der holt hinten die Erze her. Das ist in Ordnung. Haben wir eigentlich das Schrottding hier? Okay, haben wir durch. Was ist mit der Forschung? Was sind wir da dran? Ah ja, da sind wir gerade am Raumschiff zerlegen. Das ist gut. Dann können wir nicht den Vorgarten wieder freiräumen. Und dann gucken wir uns an, was wir als nächstes erforschen. Achso, Erzschürfen hatten wir da, ja. So, Quinn hat gefuttert. Und geht den Brennofen versorgen. Das lasse ich ihn jetzt noch machen, damit nämlich die Ärzte rankommen. Und dann schicke ich noch auf Expedition. Mal gucken. Und Musikinstrumente bauen ist auch wichtig, ja. Damit die sich ein bisschen ablenken können. Sehr gut. Wo machen wir die denn hin? Ich würde sagen, hier hinter die Werkbänke, oder? Oder hier, wo der Essensbereich ist vielleicht. Möbel. Also, ich würde sagen, wir machen 66 Holz, 5 Erze. Können wir 2 Didgeridoos bauen? Dann mache ich die mal hier Rücken an Rücken. Also, es geht nicht. Ach, so geht's. Mehr Erze haben wir. Quatsch, mehr Erze. Mehr Metall haben wir gerade nicht. Und wir müssen für die Produktion, genau, wir müssen noch einen Schneidertisch bauen. Den machen wir aus Holz. Ah, ich warte jetzt mal ab, dass er das erstmal fertig macht. Und dann schicke ich ihn gegen Abend los. Bau Didgeridoo. Jetzt stell deinen Speer her. Nee, jetzt gehst du auf Expedition. Ich glaube, wir haben... Doch, wir hatten noch was. Und zwar eine Sternschnuppe. Trümmer in der Waffenkammer. Ach, das ist da, wo er vorher war, ne? Ja, das könnte uns helfen. Machen wir. Nee, warte mal. Nee, ich will die Sternschnuppe erst machen. Erst die Sternschnuppe. So. Jetzt kann er. Ach Gott. Scheiße. Da hast du auch ein Pech. Kann mal Annette kommen, bitte? Annette, kannst du ihn mal bitte beruhigen? Wir können unseren Vorgarten übrigens aufräumen. Ich weiß, dass wir keinen Lagerplatz haben. Wir müssten vielleicht nochmal Zusatzregale hinstellen. Ist gut, Quinn. Hör auf zu weinen. Du wirst auch nicht wieder auf Expedition geschickt. Wer kümmert sich auch nicht drum, ne? Wo ist denn Annette eigentlich? Die sammelt da hinten Sachen ein. Hatten wir nicht 2 Personen, die bei einer Expedition gut unterwegs sind? Ich glaube. Seelischer Zustand, ja, der ist unglücklich, das verstehe ich. Das war die Kampffähigkeit, das müsste hier sein. Entdecker, liebt es auf Expedition zu gehen. Hier, wir schicken Rita los. Die hat nämlich eine Schrotze. Und abbrechen, Rita, Expedition senden. So, die braucht zwar ein bisschen länger, aber die hat die Möglichkeit unterwegs, Dinge zu finden. Wir könnten einen Waffenschrank aufmachen, dann können wir Waffen und Klamotten rausnehmen, ne? Wir machen einfach Lagerräume. Wir nehmen hier einen doppelten Kleiderschrank. Stellen wir hier hinten dran. Als Raumtrenner. Und dann können wir die... Dann haben wir das Regal auch ein bisschen frei. Expedition Obstbusch. Der eigentümliche Strauch bringt kleine süße Früchte hervor. Ich bin mir sicher, dass man unbedenklich essen oder zum Kochen verwenden kann. Vielleicht sogar Weinherstellung. Buschfrüchte. Ah, cool. Aber machst du trotzdem Richtung Sternschnuppe? Oder hat sie jetzt einfach nur... Interessant.
Es regnet. Das heißt, wir können Weinkeltern machen. Oder sowas. Da. Ich habe ein paar interessante Felsen entdeckt, wo der Meteorit runtergefallen ist. Sie enthalten wahrscheinlich Erz. Sammle auf, was du kannst. Hübsche Frau. Muss ich mal sagen. Sammle mal auf, die Erze. Ein Feld mit Früchten. Ja, jetzt zum Winter hin lohnt sich das, glaube ich, nicht. Wir müssen jetzt sowieso mal gucken, was wir an diesem Leder da, diese Wetscheleder haben, ob wir da nicht viel zu viel von haben. Ne, haben wir eigentlich nicht. Man müsste halt mal verarbeiten in Leder, ne? Dann können wir auch den Boxsack endlich bauen. Das gebe ich jetzt mal in Auftrag gerade. Speer herstellen, vegetarisches Leder bis, keine Ahnung, wie viel Leder brauchen wir? 10. Ähm, 20 ist eine gute Zahl. Ja. Die Tiere fressen, das lasse ich sie auch. Ich lasse sie fressen, weil wir haben wirklich genügend auf dem Feld an uns vergammelt der Kram. Moment mal, hier stimmt aber irgendwas nicht. Hier wird reingepickelt und hier... Ah, wir haben das Limit an Dings erreicht. Ich glaube, das machen wir höher. Ja, 40. Damit wir das Korn aus dem Regal kriegen. Untätig Rita. Das ist ja nicht schlimm. Untätig Rita? Ach, Unterkühlung Rita. Eine untätige Unterkühlung. So, jetzt können wir hier umplanen. Also hier kommen, glaube ich, Waffen und Klamotten rein. So war das, glaube ich. Oder war es Waffen, Klamotten? Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, aber ich meine. Stauraum, Kleidungsstücke und Waffen, ja. Dann können wir das hier nämlich rausnehmen. Dann nehmen wir hier die Waffen raus und die Kleidung raus. Was haben wir denn an Kleidung? Ach, gar nichts. Ist einfach nur angezeigt, okay. Ja. Rita ist da. Was hast du mitgebracht? Ach, guck mal hier, da der Sprit direkt neben der Ballon ist, hat es sofort versorgt. Das hat sie mitgebracht. 40 Erze. Ah, cool. Cool. Die ist doch unterkühlt. Achso, na klar, ist ja auch kalt draußen, ne? Ich glaube... Shit. Wir brauchen Winterklamotten. Können wir irgendwas entsorgen? Hat schon was gestunken? Nö. Das ist echt Bockmist. Das ist nicht gut. Okay, also wir machen als erstes... Ich glaube, wir haben aber kaum Leder, oder? Kann das sein? Wir haben synthetische Stoffe. Und Stoffreste. Also ich würde ja gerne Jacken nähen. Und zwar die Pelzmäntel. Die können wir machen. Wir brauchen, bis wir... Ich sag mal, das, wir haben es ja beim letzten Mal gelernt. Wir machen bis 2, dann haben wir die auf Vorrat. Und wir nehmen... Leder haben wir doch gar nicht, oder? Hautrinde haben wir. Ah, weil wir nicht die Veggie-Leder bisher hergestellt haben. Wir haben es zwar geerntet, aber noch nicht gebaut. Und die Synthetik nehme ich nicht. Die nehme ich raus. Genau, der sagt nämlich nicht genügend Ressourcen. Und das haben wir hier angeworfen, ne? Speer. Dann priorisieren wir bitte erstmal das Stoff herstellen. Ich hoffe, das macht jemand. Na, die Viecher werden aber ganz schön dreist. Die kommen schon wieder an uns ran. Hm, wer kann denn gut produzieren? Bergbau, Forschung, Handwerk ist das. Wer kann das am besten? Quinn kann das am besten. Quinn und Samantha. Und Samantha hat die Forschung auf der 2. Und Quinn hat Konstruieren auf 2. Da wir mit nichts bauen und er auch forschen kann, mache ich die jetzt mal so, dass die erstmal herstellen beide. Einfach nur, damit wir zu Potte kommen mit den Sachen. Oh, der Gefrierschrank ist auch fertig. Sehr, sehr nice. So, was lagern wir ein?
Die brauchen wir nicht. Ach doch, die gehen auch kaputt auf Zeit. Okay, pass auf. Dann sagen wir gekochte Mahlzeiten hier raus. Und rohe Lebensmittel, da brauchen wir auf jeden Fall nicht die Glittercaps. Kühlt haben wir ja nicht, ne? Wir haben ja nur einen Gefrierschrank, passt. Und beim langfristig brauchen wir zwei. Also müssen wir das alles rein, Fleisch muss da rein. Ich hoffe, das passt. Aber es passt, oder? Getreide und gekochte Mahlzeiten. Was ist denn das? Die Notration unterm Dach, die brauchen wir zum Beispiel nicht da reinpacken. Und bei den schnellen... Ja, die müssen wir da reinmachen. Okay, jetzt müssen wir das praktisch invertieren. Was ist denn das? Gekochte Mahlzeiten sind hier sowieso nicht drin. Wo haben denn gekochte Mahlzeiten die ganze Zeit gelagert? Habe ich gar keinen Platz für Oscar-Korn. Interessant. Na gut, dann passt das ja soweit. Der Rest vergammelt ja nicht. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Achso, wir müssen... Ja, das Gemüse muss hier raus. Das war das. Rohe Lebensmittel, genau. Fleisch hier bitte raus. Getreide bitte raus. Und bei Gemüse eigentlich auch alles andere, ne? Glitzerkappen haben wir draußen. Können wir eigentlich komplett rausnehmen. Dann haben wir hier auch wieder Platz für den Rest, was auf dem Feld so rumsteht. So, Risiko eines Zusammenbruchs. Wir brauchen echt mal die... Da ist vegetarisches Leder. Nice. So, jetzt müssen wir die erstmal produzieren lassen. Das dauert jetzt noch einen Moment. Weil einmal muss das Leder umgelagert werden. Ich müsste mal die Ditch Reduce bevorzugt herstellen lassen. Ich weiß nicht, was uns fehlt. Das Metall, Material ist schon drin. Ah, hier fehlt noch Metall. Okay. Und Rita hat einen Zusammenbruch. Die versteckt sich. Na gut, das ist okay. Da verletzt sie sich wenigstens nicht. Leg dich doch in dein Bett, Rita. Ah, sie wird beruhigt durch Annette. Sehr gut. Annette ist Gold wert für eine Gruppe. Annette ist wirklich absolut Gold wert, weil die immer diese Ausfälle da korrigiert, sozusagen. So, aber das Gemüse muss umgelagert werden. Ich glaube, ich werde am nächsten Tag, werde ich Jack anweisen, die Digidoos fertig zu bauen. Zumindest das eine, was schon fertig ist. Und da müssen wir nochmal das Tragen priorisieren, dass die praktisch die Sachen umlagern in den Regalen. Wie warm ist es eigentlich hier drin? 10 Grad. Könnte wärmer sein. Gut, bei minus 3 ist das in Ordnung, ne? Auf 10 Grad wird wahrscheinlich... Na, für eine Erkältung langt es wahrscheinlich noch nicht. Weiß ich nicht. Jack versorgt das Gärungsfass. Und das andere auch. Sehr gut. Vielleicht stellen wir die drinnen auf, oder? Die Fässer. Vielleicht stellen wir noch zusätzlich einen Ofen hin? Oder, warte mal. Annette hat einen Zusammenbruch, verdammt. Die verbrauchen 4 Strom, ein so ein Ding. Auf den anderen, bei den anderen würde ich Hölzchen verbrauchen, von dem wir jede Menge haben. So wegen der Gemütlichkeit könnte man eigentlich schon noch von den Öfen hinstellen, oder? Langfristig würde ich es natürlich mit diesen Klimaanlagen dann versorgen. Aber wir brauchen ein bisschen Wärme und wir brauchen auch Gemütlichkeit, oder? Weihnachten steht vor der Tür, Neujahrs und so weiter. Was machen wir? Da brauchen wir Metalle, hier brauchen wir nur Stein, den wir haben, oder? 30 haben wir. Es gibt einen Kamin, oder? Hier, und dann machen sie Mucke. So. Bisschen blöd jetzt, wie ich das Ding hinstelle. Schwierig.
Könnte man im Kamin nicht auch kochen? Stimmt. Dann machen wir den an die Wand. Aber dann versorgt er halt von der Temperatur wirklich nur die ersten Betten. Ich wollte ja Temperatur reinkriegen, das ist das Thema. Ich stelle den so hin. Hier mitten in den Raum. Aber kochen können sie hier aus dem Dings. Was blockiert? Ah, da ist die Lampe da drüber. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Dann stelle ich den so hin. Dann wird nämlich noch der Tisch mitgeheizt, weil da hinten ist eh ein bisschen... So machen wir den. Ah, und es werden Klamotten hergestellt. Sehr, sehr nice. Annette hat mal richtig Hunger. Na gut, ist der Burnout sozusagen. Vegetarisch Leder haben wir keinen Lagerplatz. Aber ich soll doch mal bitte den Kram hier aus dem Regal umräumen. Da wird Musik gemacht, das freut mich schon mal. Wieso räumen die den Kram nicht um? Habe ich es nicht verboten? Doch, ich habe doch... Oder? Rohe Lebensmittel sind doch komplett raus. Wieso ist hier noch so ein graues Büppelchen? Ach, weil das Gemüse... Nee. Jetzt so vielleicht? Dann nimmt Essen. So, kann man jetzt hier kochen? Geht. Jo. Ah, du kannst aber nur schnelle Rezepte machen. Hat man hier eingelegtes Gemüse drin? Ah, wir hatten das eingelegte Gemüse da drin, ne? Weil das ja... Nee, hat man nicht. Das soll auch im Kühlschrank. Die Glittercaps sind draußen. Nee, 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 das war schon richtig. Das soll alles da raus. Fleisch, Getreide. Ja, alles raus. Wie viel ist ein Platz im Kühlschrank? Ist ja schon vielleicht schon voll. Nee, 19 Plätze frei. Verstehe ich nicht. Raumschifftrümmerabsturz. Könnte man nochmal eine Expedition wagen, wa? Jack ist gerade nicht so gut. Dann schicke ich jetzt nochmal Quinn los. Machen wir. Das hier. 9 Stunden. Ja gut, die haben halt wegen der Priorität auf den anderen Kram, wegen dem Produzieren von Klamotten und so weiter, sind die halt dabei, ne? Hier wird Leder die ganze Zeit hergestellt, das dauert natürlich auch noch. Jack traurig wandern und jetzt geht er wieder ans Bergen. Wenn er damit fertig ist und den Kram rüberbringt, setze ich ihn auf Didgeridoo, das lasse ich erstmal, bevor er wieder durchknallt. Hat der Geschirrrang Strom? Ja, hat er. Nice. So, ich würde sagen, jetzt machen wir das Folgende. Jack will schlafen gehen. 23 Uhr, na gut. Da war er eben erst einen Breakdown gehabt. An der Abschussstelle, ich erkannte die Umrisse eines Kreuzfahrtschiffs, oder zumindest das, was von dem monströsen Abschuss davon übrig ist. Ich werde mir den Ort für künftige Besuche vormerken. Wenn es erstmal abgekühlt ist, wird es sicher dort einiges zu bergen geben. Oh, sollen wir nach Überlebenden suchen? Ich sage ja. Daumen drücken. Meine Lungen füllten sich bald mit Rauch, als ich mir weg umfällt. Ich hielt die Nase zu, ich konnte suchen so lange wie möglich, aber ich fand niemanden. Ach, schade. Ich habe auch irgendwie ein Pech, ne? Jetzt ist er halt verletzt durch das Rauchgas, aber wir hätten die Chance gehabt auf jemanden, der uns unterstützt hier in der Kolonie. Tierwanderung. Du, ihr könnt alles vom Feld essen. Wir haben so viel da. Haut rein. Nochmal meuchle ich die nicht.
Oder was meinen die damit? Ach, die hinteren da. Okay, ja, lass mal. Nee, nee, nee. Solange wir Alternativen zum Essen haben, machen wir ja gar nichts. Ich überlege gerade, ob ich einen Herd drinnen aufbaue. Wenn es kalt ist, müssen die draußen nicht rumstehen. So, wir haben mehr Metall, das ist gut. Das bedeutet, wir können Ablenkungen bauen. Was kosten uns die Handpans? 10, 5. Ich würde sagen, zwei davon und auf den Rest warten. Dann könnt ihr auch mal einen schicken Musikabend machen. Sehr gut. Oh, ja, haut rein, Leute. Wie viele Bären haben wir denn noch? 290. Ja, ich lasse die fressen, da bleibt mir sicher was übrig. Oder sollen wir uns Leder besorgen? Wie viel haben wir denn hier drauf? Sind die schon komplett durch? Die werden wohl abgehängt, wenn die fertig sind, wa? Können wir den jetzt bauen? Jo, jetzt haben wir Leder mit Veggie-Leder. Wo machen wir den Schlagstock hin? Den Schlagstock machen wir an Eingangsbereich hier vorne. So, die Wintermäntel sind nämlich wichtiger und da ist das Samantha auch schon dabei. Ein Speer haben wir noch. Ich würde sagen, Jack wird noch mit, oder wer hat denn noch keinen? Der Rest können alle ballern. Aber Jack ist der bessere Kämpfer, von daher kriegt er als erstes die Nahkampfwaffe noch dazu. So, wir haben einen Pelzmantel. Hey! So, wir haben ja beim letzten Mal gelernt, dass die das von alleine machen. Also sich die Sachen alleine anziehen. Oder muss ich die einmal zuweisen, dann ziehen sie sich an? Gute Frage. Sag mal, geht's euch noch gut? Wo ist Jack? Jack birgt hier und bringt den Kram nach Hause. So, wenn der drüben ist. Annette geht bergen. Nee, Annette nicht. Warte mal, da stimmt was mit der Aktivitätenliste nicht. Annette ist auf 3. Ey, die ist bei 0. Raus damit. Hat die noch mehr so Aktivitäten, wo sie auf 0 ist? Konstruieren. Da hat sie 3, das ist in Ordnung. Warum hat er das denn nicht richtig eingestellt? Macht das vielleicht nur bei der Startcrew? Achso, hier hat sie 3. Bergbau ist auch auf 0. Da ist auf 5, das passt. Hier hat sie eine 1. Da könnte eigentlich jeder ran. Da hat sie eine 1, das ist ja auf 4. Dann machen wir hier eigentlich auch eine, machen wir hier auch eine 4 draus. Und tragen ist ja in Ordnung, das kann ja jeder. Annette, bitte. Annette, mach mal andere Sänge. Mach mal. So, genau. Geh wieder zurück. So, jetzt haben wir sie alle ungefähr beisammen. Dann nehmen wir unsere Pistoleros, damit wir unsere Ernte nicht zerballern. Und machen erstmal diese komischen... Die hier bitte. Einmal. Wo ist der andere? Da ist der große. Dann haben wir die schon mal vom Feld gejagt. Hier ist noch einer. Da ist noch einer.
Oh oh. Okay. Okay. Jetzt muss ich die erstmal abziehen, weil jetzt haben wir nämlich zwei Verletzte. Da kämpfe ich auf keinen Fall weiter. Ach, der lebt noch. Entschuldigung. Bin doch gar nicht tot. Quinn wartet auf Behandlung. Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich habe mich schon wieder festgezockt. So, Samantha. Und Quinn wartet auf Behandlung. Ja, alte Ausrüstung, da sind wir ja dran. Wir machen ja schon Klamotten. Der Doktor kommt schon. Annette und Jack verarzten die Leute entsprechend. Habe ich schon wieder getan. Jetzt habe ich sie schon wieder geknetscht. Milde Schmerzen. Okay, das ist in Ordnung. Mild. Ja, das geht. Die erholen sich wieder schnell. So. Die Protagonisten liegen im Bett. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.